Die Oberfläche der Erde ist ständig in Bewegung. Bodenbildung wird von unten angetrieben, durch Gesteine, die durch Kräfte im Erdinnern nach oben gehoben werden und an der Erdoberfläche vom Regen zu Boden verwittern. Andererseits wird wieder Boden abgetragen, von oben durch Erosion. Erosion passiert, wenn fließendes Wasser, Wind oder Gletscher auf die Erdoberfläche wirken. Ein dritter Akteur ist die Vielfalt des Lebens in Form von Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen, eine grüne Lage an der Haut der Erde. Die Akteure der Erdoberfläche interagieren. In einem Tanz lässt sich dies gut deutlich machen. In diesem Falle interagieren Gesteinswelt in Grau und das Leben in Grün. Beide tanzen harmonisch im stabilen Gleichgewicht. Eine Störung bringt die beiden aus dem schönen Einklang. Dies könnte ein Erdrutsch, Klimawandel oder das Auftauchen anderer Pflanzenarten sein. Nur langsam holt das grüne Leben die graue Gesteinswelt und ihre Landschaftsformen wieder in das Gleichgewicht zurück. Die Erdoberfläche hat ihren ursprünglichen Zustand wiederhergestellt. Ein Feedback natürlicher System. Unsere Kenntnisse über die Prozesse an der Erdoberfläche sind bereits relativ groß. Sie werden jedoch traditionell nur aus den jeweiligen wissenschaftlichen Fächern betrachtet. So befasst sich die Bodenkunde mit Bodenbildung und den Pflanzenwurzeln. Die Geochemie mit chemischen Stoffumsätzen. Die Mikrobiologie mit mikrobiellen Lebensgemeinschaften unter der Erdoberfläche. Die Pflanzenökologie mit den Zusammenhängen zwischen Klima und Pflanzendiversität. Die Geomorphologie damit, wie Landschaften gebildet und erodiert werden. Doch das, was wir an der Oberfläche sehen, hängt davon ab, wie lange wir hinschauen. Wenn eine Pflanze wächst, sieht man nach wenigen Tagen bereits sichtbare Veränderungen. Die biologische Forschung denkt deshalb gerne in den Zeiträumen, über die Pflanzen wachsen. Hingegen sehen Landformen wie Berge und Täler von einem Tag auf den anderen immer gleich aus. Die geologische Forschung denkt deshalb in viel längeren Zeitabschnitten als die biologische. Diese unterschiedlichen Zeiträume sind eine große Hürde für die fachübergreifende Forschung. Das große in Deutschland geführte Forschungsprojekt EarthShape möchte die getrennte Forschung überwinden. Das Projekt wird im chilenischen Küstengebirge und in deutschen sowie chilenischen Universitäten und Forschungsinstitutionen verwirklicht. Es geht darum, wie sich die Aktivität von lebenden Organismen auf die Erdoberfläche auswirkt und wie umgekehrt die Beschaffenheit des Untergrundes das darauf siedelnde Leben beeinflusst. In Chile werden dafür vier Standorte mit sehr unterschiedlichen klimatischen Verhältnissen verglichen. Der sichtbarste Ausdruck des Klimas ist die Vegetationsdichte. Der nördlichste Standort, der Nationalpark Pan de Azúcar, liegt in der trockensten Wüste der Erde, der Atacama-Wüste. Hier wachsen so gut wie keine Pflanzen. Das Reservat Santa Gracia ist ein semiarides Gebiet, das nur mit wenigen Kakteen und Sträuchern, aber keinen Bäumen bewachsen ist. Der südlichere Nationalpark La Campana hat ein mediterranes Klima mit Palmen und bereits beträchtlichem Niederschlag und einer dichten Vegetation. Der südlichste Standort, der Nationalpark Nahuel Huta, ist ein Regenwald mit viel Niederschlag. Es wachsen Araukarien, diese beeindruckenden Bäume, die bereits aus der Jurazeit stammen. 30 Doktorandinnen und Doktoranden aus allen Fachrichtungen arbeiten am Projekt. Einige der Fragen sind: Woher nehmen Pflanzen Nährstoffe aus verwittertem Gestein auf? Die in Chile gewonnenen Proben werden am Isotopenmassenspektrometer hinsichtlich ihrer Isotopenzusammensetzung gemessen.
Die Isotopenverhältnisse werden dann als Fingerabdruck der Herkunft von Nährstoffen ausgewertet. Eine weitere Frage ist, wie genau kommen Nährstoffe aus dem Boden in die Pflanzen? Die Struktur der Pflanzenwurzeln wird im Mikroskop betrachtet. Die Kohlenstoffaufnahme wird simuliert, um den Weg des Kohlenstoffs in den Pflanzen und im Boden zu simulieren. Die verschiedenen Formen des dabei entstehenden Bodenkohlenstoffs werden am Gaschromatographen ausgewertet. Wie genau unterscheidet sich die Nährstoffaufnahme in Böden eines feuchten Gebietes von der Aufnahme von Nährstoffen in einem trockenen Gebiet? Links sehen wir eine Bodensäule in einem feuchten Gebiet. Im Boden befinden sich nicht mehr genügend Nährstoffe. Das schnell wachsende Ökosystem ernährt sich im Wesentlichen aus Rezyklierung. Die Pflanzen beziehen mineralische Nährstoffe vor allem aus den im Herbst gefallenen Blättern, die zu organischer Bodensubstanz zersetzt werden. In dem trockenen Gebiet rechts, mit wenig, langsam wachsender Vegetation, werden die Nährstoffe vor allem aus dem Gestein aufgenommen und kaum rezykliert. Eine weitere Frage: Wie wirken sich Klima und Vegetation in den verschiedenen Regionen auf Landschaftsformen und Erosion aus? Quarz, der aus Sandproben eines Flussbettes aus Chile gewonnen wird, wird erst von anderen Mineralen abgetrennt und im Reinstlabor mit Flusssäure zersetzt, um darin sogenannte kosmogene Nuklide zu messen. So ist es möglich, die Erosionsrate eines Flussgebiets zu entschlüsseln. Diese Erosionsrate kann den Einfluss der Vegetation auf die Landschaftsentwicklung erklären. Wie wirkt sich das Klima auf Artenreichtum der Pflanzen und auf die Zersetzung der Blattstreu der Pflanzen aus? Blattstreuproben werden gewogen, um festzustellen, wie schnell Pflanzenreste zersetzt werden. Mit statistischen Methoden wird der Einfluss des Klimas auf den Pflanzenzyklus ermittelt. Wie fügt man nun die einzelnen Forschungsdaten der Landschaften und ihrer Vegetation zusammen? Eine Möglichkeit für den Hypothesentest ist eine Computersimulation. Dieses Modell zeigt, wie sich die Landschaft in feuchtem Klima entwickelt, sodass dichte Vegetation auf der Erdoberfläche die Topographie beeinflusst. Pflanzen beeinflussen die Art, wie Hänge erodiert werden und wie viel Sediment in die Flüsse gelangt. So können Pflanzen Regentropfen abfangen und damit verhindern, dass sie Boden abtragen. Sie können auch das Fließen des Wassers über die Erdoberfläche begrenzen. Durch ihre schützende Wirkung auf den Berghängen konzentriert die Vegetation nämlich den Wasserabfluss und die Erosion in große, tiefe Täler. Wenn wir in ein Flusseinzugsgebiet hineinzoomen, sehen wir, wie die Vegetation den Wasserfluss verändert und das Wasser in schmale, tiefe Täler abfließen lässt. Diese Landschaft ist sehr ähnlich wie die im Nationalpark Nahuel Huta im Süden Zentralchiles. Das Erdsystem stabilisiert sich durch das Wechselverhältnis zwischen Kräften im Erdinneren, durch klimatisch bedingte Erosion und durch die Vielfalt des Lebens an der Erdoberfläche. Dazu gehört die Gesteinsverwitterung, bei der auch die Biologie eine Rolle spielt. Die Gesteinsverwitterung verbraucht durch Kohlensäure ständig CO2 aus der Atmosphäre, wenn auch sehr langsam. Damit balanciert die Gesteinsverwitterung die Abgabe von neuem CO2 aus Vulkanen. Da CO2 die Erdatmosphäre erwärmt, stabilisiert diese Rückkopplung das Erdklima schon seit vielen Millionen Jahren. Viel schneller stabilisieren die Pflanzen der Erde das CO2 der Atmosphäre und damit das Erdklima. Steigt die CO2-Konzentration in der Atmosphäre, wachsen durch schnellere Photosynthese mehr Pflanzen. Das CO2 in der Atmosphäre fällt wieder. Doch heute führt der Mensch durch seine Lebensweise große Mengen zusätzliches CO2 der Atmosphäre zu. Er wirft diese Balance aus dem Gleichgewicht. Und weder die Vegetation noch die Gesteinsverwitterung der Erde können die Balance schnell genug zurückholen.
Die globale Erwärmung mit großen Auswirkungen für die Oberfläche des Planeten und die Menschen ist die Folge. Mit der Forschung zu den gekoppelten Prozessen in dieser zerbrechlichen Zone, in der das Leben auf Gestein trifft, versuchen die Mitglieder des Earthshape-Projekts, die Empfindlichkeit dieses Systems gegen Störungen abzuschätzen. Damit wird es auch möglich, die Auswirkungen des vom Menschen induzierten Klimawandels zu bewerten und Schritte zu skizzieren, um diese große Störung, die unser Leben auf schwer vorstellbare Weise beeinflussen wird, möglichst zu verhindern.